Die Entwicklung von Las Vegas ist eng mit dem Hoover-Staudamm verbunden. Der Bau dieses Monuments auf der Grenze zwischen Arizona und Nevada wirkte wie eine Initialzündung für die Wüstenstadt. In der Zeit von 1931 bis 1935 waren insgesamt 21.000 Menschen am Bau beteiligt. Die Arbeiter waren in Las Vegas gern gesehene Gäste und sorgten dafür, dass Glücksspiel und Entertainment florierten wie nie zuvor. Auch heute ist der Hoover Dam immer noch ein faszinierendes Zeugnis der Ingenieurskunst. Als Historic Landmark ist der Staudamm eine der Touristenattraktionen der USA. Wir wollten mehr wissen und so machte das Bauforum24TV-Team einen Abstecher zum Hoover Dam. Dort verabredeten wir uns mit Jeff Tilton vom Bureau of Reclamation für ein Interview. Hoover Dam ist 726 feet tall. Der Hoover Dam ist 221 Meter hoch. An seiner Basis ist er rund 200 Meter dick, also fast so dick wie hoch. Und das ist auch wichtig. Staut er doch den größten künstlichen See der USA. Ein See, der genug Wasser enthält, um den Staat Pennsylvania 30 Zentimeter mit Wasser zu bedecken. Lake Mead ist etwa 185 Kilometer lang und erstreckt sich bis zum Grand Canyon. Die Uferlinie ist knapp 890 Kilometer lang. Lake Mead dient neben seiner Funktion als Stausee den Einwohnern von Las Vegas und Boulder City auch als Naherholungsgebiet. Durch die Intake Towers wird das Wasser den Turbinen zur Stromerzeugung zugeführt. Was die Verlässlichkeit angeht, sind unsere Generatoren unglaublich zuverlässig. Noch im selben Jahr der Fertigstellung des Hoover Dams wurde am 26. Oktober 1936 der erste Strom erzeugt. Rund 80.000 Liter Wasser fließen durch jede Turbine pro Sekunde. Dabei rotieren diese mit 180 Umdrehungen pro Minute. Die hier gezeigten Wellen sind 20 Meter lang und knapp 1 Meter im Durchmesser. Sie übertragen die Rotation auf die darüber befindlichen Generatoren, welche dann jeweils bis zu 130.000 Kilowatt elektrische Energie erzeugen. Das Problem ist, dass wir nicht genügend Wasser haben. Unsere jährliche Durchschnittsproduktion beträgt lediglich 30% der Kapazität. Wir leiten jedes Jahr die gleiche Wassermenge Strom abwärts. Und wir produzieren so viel Strom, wie wir aus jedem Tropfen Wasser bekommen. Aber Wasser ist und bleibt das limitierende Element. Man sollte im Kopf behalten, dass Sinn und Zweck des Hoover Dam eigentlich Wasser für die Landwirtschaft und Bewässerung in Südkalifornien war. Strom war eigentlich nur ein Nebenprodukt. Die Leute glauben, dass der Hoover Dam Las Vegas mit Strom versorgt. Aber das stimmt nicht. Im letzten Jahr bekam Las Vegas nicht einmal 4% des Stroms, den wir hier produzierten. Wir sind ein Kraftwerk für Bedarfsspitzen. Aber niemand verlässt sich für den täglichen Strombedarf auf den Hoover Dam. Las Vegas hat seine eigenen Kohle- und Gaskraftwerke. Andererseits, 9% des Wassers, das in Las Vegas verbraucht wird, kommt aus dem Lake Mead. Es hält sich das Gerücht, dass beim Bau des Damms Leichen eingegossen wurden. Das stimmt natürlich nicht. Wenn man Leichen im Beton gelassen hätte, wären Lücken und Löcher entstanden. Die Konstrukteure hätten so etwas nie zugelassen. Im Damm selbst sind 2,5 Millionen Kubikmeter Beton verbaut. Das ist genug, um eine zweispurige Autobahn von San Francisco nach New York zu bauen. Die US 93 ist die direkte Verbindung zwischen Phoenix und Las Vegas. Dabei bildet die Dammkrone des Hoover Dams die Querung über den Colorado River. Aufgrund der einspurigen Verkehrsführung kommt es dort immer wieder zu Staus. Noch dazu ist der Damm seit dem 11. September 2001 für den Lkw-Verkehr gesperrt. Es bestand also akuter Handlungsbedarf. Der zurzeit im Bau befindliche Hoover Dam Bypass wird voraussichtlich ab Ende 2010 dem Verkehr übergeben. Der Mindestlohn lag bei 50 Cent in der Stunde. Das klingt heutzutage nach nichts. Zu der Zeit jedoch war das Doppelte des nationalen Durchschnittslohns. Ein alleinstehender Mann hatte, basierend auf den 50 Cent Stundenlohn, $4 am Tag. Davon bekam die ausführende Arbeitsgemeinschaft Six Companies $1.60, wovon Kost und Logis bezahlt wurde. 3 Mahlzeiten am Tag, all you can eat. Während der schweren Wirtschaftskrise in den USA war es also das Paradies. Er hatte $2.40 in der Tasche, mit denen er tun und lassen konnte, was er wollte. Kein Wunder, dass, als mit dem Bau begonnen wurde, das Glücksspiel in Las Vegas legalisiert wurde. Viele glauben, dass der Bau der eigentliche Startschuss für Las Vegas war. Ohne den Hoover Dam und den Lake Mead würde Las Vegas wohl nicht existieren.
Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv